Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Am 14. Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und die ersten Wahlplakate stehen auch schon. Die SPD war fleißig im Kreis Herford und sorgt damit für Ärger bei der Konkurrenz. Denn jetzt ist noch viel zu früh, sagt beispielsweise die CDU, die mit ihren Plakaten nämlich noch gar nicht fertig ist. Ab wann also dürfen Parteien ihre Werbung aufhängen? Wir haben heute nachgefragt. Ja, und ganz genau genommen wäre das dann auch immer noch ein Tag zu früh, aber so genau nimmt das dann keiner mehr. Die Polizei hat heute erste Ermittlungsergebnisse zu der Geiselnahme in Höxter bekannt gegeben. Dort hatte ja in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann einen Linienbus in seine Gewalt gebracht und war mit dem Busfahrer als Geisel stundenlang umhergefahren. Außerdem wurde heute bekannt, dass der Täter wohl beinahe auch einen Taxifahrer in seine Gewalt gebracht hätte. Lübbecke und die Barre-Brauerei. Das eine ist oder das andere kaum vorstellbar. Und so wurde ein Geschenk der Familie Barre zum Wahrzeichen der Stadt. Der Bierbrunnen aus dem Jahr 1956, in dem leider kein Bier fließt, sondern nur Wasser. Aber trotzdem. Die Innenstadt von Lübbecke wird ja gerade ganz neu gestaltet. Es ist wirklich richtig schön dort geworden. Und seit heute ist auch der Bierbrunnen wieder da. Es ist halt nur die Frage, ob man die Geschäftsleute wirklich so begeistern kann, wenn es nur eine einzige Verbindung am späten Vormittag gibt. Aber das wird man ja dann sehen. Ein Verbund von Hochschulen, Firmen und Kommunen setzt sich für mehr Digitalisierung in Ostwestfalen-Lippe ein. Die 150 Beteiligten wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken. Ja. In Jülich bei Aachen fand am Wochenende die NRW-Meisterschaft im Männerballett statt. 14 Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen kämpfen um den Pokal, darunter die Titelverteidiger, die Prinzengarde Riedberg. Ihre gefährlichsten Herausforderer, die Wild Boys, waren im vergangenen Jahr knapp Zweite. Jetzt wollen sie sich endlich selbst den Titel holen. Ob das geklappt hat? Wir waren bei dem ungewöhnlichen Tanzspektakel dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Riedberg, auch von uns. Der Frühling ist da und nicht nur die Tauben turteln gerade überall, aber die ganz besonders. Vielen Dank für dieses wirklich schöne Frühlingsfoto von unserem Zuschauer Theo Kirchhoff aus Höxter. Und das Beste, morgen wird es fast noch mal genauso schön wie heute. Hier sind die Wetteraussichten. Morgen geht es weiter im Prozess um die beiden Morde in Höxter-Bosseborn. Am Paderborner Landgericht wird dann der Angeklagte Wilfried W. weiter aussagen. Er wird ja beschuldigt, gemeinsam mit seiner Ex-Frau mehrere Frauen misshandelt und gequält zu haben. Zwei von ihnen überlebten das nicht. Mehr zum Prozesstag morgen sehen Sie dann morgen Abend hier in Ihrer Lokalzeit OWL. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.